Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, liebe Leute, heute melde ich mich mit einem sehr wichtigen Video. Und zwar geht es um das Schild hier im Hintergrund. Und zwar handelt es sich dabei um sogenannte Verbots- und Warnhinweise. Wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus wohnt, dann gilt folgendermaßen. Und zwar dürft ihr im Bereich des Stiegenhauses und im Bereich des Fluchtweges, sprich Hintertüre, die durchgestrichenen Gegenstände und Sachen nicht hinstellen. Ganz klar Blumentopf und Pflanze, Einkaufswagen, das feuert dann sowieso unter Diebstahl, wer einen Einkaufswagen von einem Supermarkt entfernt, macht sich daher auch des Diebstahles strafbar, auch wenn man am Pfand hinterlassen hat, also eine Münze reingeworfen hat, ist der Wagen dennoch Eigentum der jeweiligen Firma. Dann ist eh ganz klar Schuhe, egal welcher Ort, Fahrräder, dann Rauchen ist strengstens verboten und keine Möbel und vor allem keine Kinderwägen. Wenn ihr jetzt bei der Hintertür an oder daneben am Kinderwagen abstützt, dann ist es strengstens verboten. Und zwar aus dem Angrund, weil ihr damit, egal mit was, den Fluchtweg behindert oder versperrt. Stellt euch einmal vor, es ist was im Haus. Eine Feier oder was, egal was. Dann müsst ihr ungehindert und schleunigst das Gebäude verlassen, ist eh ganz klar. Nur mehr als Warnhinweis. Ein Kinderwagen ist dementsprechend groß. Wenn man ihn jedoch zusammenklappen kann und mit rauftragen in die Wohnung, dann ist es kein Problem, dann müsst ihr sogar mitnehmen, aber ihr dürft solche großen und sperrigen Dinge nicht im Stiegenhaus stehen lassen. Rauchen ist sowieso verboten, Vorräder darf man sowieso nicht hinstellen, ist eh ganz klar. Schuhwerk, da kann sich auch wer verletzen. Dann bei Pflanzen ist es auch immer so eine Sache mit Absprache der jeweiligen Wohnungsgenossenschaft, darf man das wahrscheinlich auf dem Fensterbanken, aber da müssen dann auch alle Parteien im Haus zustimmen, wenn ihr das auf die Fensterbänke im Stiegenhaus abstützt, schriftliche Zustimmung. Das muss dann weitergeleitet werden an die nötige Wohnungsgenossenschaft. Der Grund, warum ich so ein Video jetzt mache, ist ganz einfach. Ich habe schon von sehr vielen Leuten gehört, dass in verschiedenen Häusern Kinderwägen einfach so neben der Tür abgestellt werden. Wie gesagt, das ist verboten, das kann zur Anzeige gebracht werden. Und sollte es zu einer Verurteilung kommen, dann stehen darauf mindestens ein halbes Jahr beziehungsweise 10.000 Euro Geldstrafe, bis zu 10.000 Euro Geldstrafe. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Kinder, ich mag Kinder, aber solche sperrigen Sachen sind verboten. Das geht jetzt nicht von mir aus, das geht von der Firma aus und von der Genossenschaft mit Recht, denn im Falle eines Falles kann man nicht einfach so vom Fenster runterspringen, logisch. Für Kinder ist es vielleicht einmal ein bisschen lustig, fliege ich halt damit zusammen mit der ja. Aber dennoch, Rauchen ist sowieso eine sehr, sehr strenge Vorschrift, dass man das nicht machen darf. Dennoch eine glühende Asche kann schon ein Feuer auslösen. Es ist einfach so.
wenn das Gebäude dementsprechend alt ist. Man sollte überhaupt nicht rauchen, weder in der Wohnung noch draußen noch sonst irgendwo. Und sperrige Gegenstände, das ist der vorletzte, sollte man auch nicht. Alles, was beweglich ist, generell, nicht einmal ein Schirm. Stellt euch einmal vor, ihr geht vom Dachgeschoss nach unten. Denkt euch nichts dabei, dupdi-dupdi-dup, und dann wumst. Fällt sie über einen Schirm drüber, der beim Klander ist, oder der, was gar am Boden liegt. Tja, hoffen tut dafür niemand. Dann kann man nur sagen, haha, selber schuld. Man könnte dann zwar eruieren, wem der Schirm gehört, aber die Person wird es abstreiten und dann hat man nichts davon. Außer wahnsinnige Schmerzen und in den Streit mit den Nachbarn. Und beides ist verhinderbar. Also bitte nehmt euch den Warnhinweis und das, was da gerade draufsteht, zu Herzen. Haltet euch daran, denn es kann immer wieder etwas passieren. Und was Kinder betrifft, wenn ihr Kinder habt, dann ist es ganz einfach. Wenn ein Kind was ausschüttet auf dem Boden und jemand rutscht zu und jemand rutscht aus, seid ihr als Eltern dafür verantwortlich und werdet kräftig zur Kasse gebeten. Selbst bei einem 4-jährigen Kind. Der braucht oder nicht einmal im Stirnhaus was ausschütten, dann verletzt sie wer und dann seid ihr die Gelackmärten. Auf gut Deutsch gesagt. Ich kann nur mal betonen, bitte beachtet das Ganze. Für ein geregeltes Zusammenleben ist es sehr, sehr wichtig. Und wenn sich alle daran halten, dann gibt es auch keine Probleme. Eine wichtige Sache habe ich allerdings noch für euch. Und zwar, wenn irgendwer von euch einmal noch zu einem anderen Bewohner des Hauses hingeht und ihn um den Meldezettel bittet, dann müsst ihr das nicht machen. Hausbewohner haben kein Recht dazu, dass irgendwelche Unterlagen von euch verlangen. Die haben keine Befehlsgewalt. Das kann nur die Wohnungsgenossenschaft machen oder die Feuerwehr, die Rettung oder die Polizei. Hausbewohner haben da nichts zum Sagen diesbezüglich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Über ein Abo, eure sachlichen Kommentare zu dem Video und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like, also einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr, sehr freuen. Bleibt cool und gesund, haltet euch an das, was da steht und was ich gesagt habe, dann habt ihr keine Probleme. Euer Mike.